könnten ja auch mit Marco Stankovic sprechen, nicht nur über Indien, sondern über Italien. Marco, Triest hat verlockend geklungen, ist dann nicht ganz so gelaufen, auch deshalb, weil dort, glaube ich, jedes zweite Monat ein neuer Trainer war, so vom Gefühl her. Exakt, was ich mich erinnern kann. Ja, also 1,5 Jahre, 4 Trainer und nach einem halben Jahr wurden 18 Spieler ausgetauscht. Das war natürlich auch sehr gut, trotzdem eine sehr gute Erfahrung für mich. Ist ja das, was beim Rafa jetzt da ein großer Vorteil ist, sollte er ins Ausland gehen, weil er war im Ausland, er weiß, worum es geht, was man tun muss dort. Und ich bin der Meinung, er ist bei der Austria, er ist bei einem sehr, sehr guten Club. Ich habe selber 4 Jahre für die Austria spielen dürfen. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass er mittlerweile jetzt durch sein Alter, durch das, was er jetzt gespielt hat die letzten Jahre, dass er meiner Meinung nach jetzt schon fast zu gut ist, um seine Karriere jetzt in Österreich fortzusetzen. Mhm. Genau, also wenn ein Verein kommt, der alles erfüllt, was er sich wünscht, dann würde ich ihm raten, ins Ausland zu gehen, damit er den nächsten Schritt nochmal macht. Ich glaube, das möchte er ohnehin. Gibt es eine Lieblingsliga, darf man das so sagen? Wo Sie sagen, das wäre schon auch ein Ziel. In Deutschland waren Sie ja schon, haben Sie schon Einsätze, ja, rund 30 in der Liga gehabt, in der Bundesliga? Lieblingsliga gibt es eigentlich nicht. Deutschland war natürlich schon was Besonderes, gerade als 18-, 19-Jähriger, wenn man da in die Stadion spielt, ist das schon eine Riesenerfahrung, was ich natürlich mitgenommen habe. Ja, Deutschland wird es auf keinen Fall, das kann ich schon mal sagen. Da ist kein Kontakt. Wie gesagt, du hast schon richtig vorher gesagt, Türkei, Griechenland, Italien sind sicher alles interessante Optionen. Aber wie gesagt, sind einfach die interessantesten Liga jetzt an, die drei. Aber wie gesagt, Austria ist für mich auch noch immer weiterhin ein Thema, ist noch nicht abgeschrieben. Und ja. Ja, der Thomas